Hallo ihr Lieben, diese Glitzerkugel mit dem Herzchen, diese Weihnachtskugel würde ich ganz gern mit euch basteln. Die ist ganz einfach zu machen, auch ziemlich schnell und sieht auch wirklich ganz süß aus. Und wie das jetzt geht, möchte ich euch zeigen. Hallo ihr Lieben, ich hatte euch schon gezeigt, was ich gern mit euch basteln möchte. Dazu brauchen wir wieder eine weiße Kunststoffkugel, Plastikkugel. Ich habe dann großen Verbund gekauft, eine Packung mit 30 Kugeln in verschiedenen Größen für 6 bis 7 Euro. Und das sind normale Christbaumkugeln, keine Bastelkugeln, weil die sind sogar preiswerter, haben schon einen Aufhänger dran. Und dann legen wir mal los. Ich möchte heute mit diesem Paillettenband einfach nur ein Band quer über die Kugel kleben. So machen wir den Anfang. Am besten geht es mit Heißkleber. Und dann kleben wir quer über die Kugel einmal dieses Paillettenband drüber. Ihr könnt das natürlich auch mit Kraftkleber machen, aber dann dauert es ein bisschen länger mit dem Kleben. Und so eine Heißklebepistole. In einem Drogeriemarkt habe ich meine gekauft. Die kostet 5, 6 Euro. Da sind sogar schon ein paar Klebestifte dabei. Die könnt ihr so oft benutzen. Also ich würde euch wirklich raten, kauft euch eine. Da habt ihr Spaß dran. Und das Schöne ist auch, man kann diesen Kleber auch für draußen benutzen. Da löst sich dann auch nichts, was man manchmal mit den Flüssigklebern hat. So, dann gehen wir jetzt 2, 3 Mal in der Mitte über die Kugel. Ihr seht, wie schnell das geht, aber wirklich nur, weil es der Heißkleber ist. Sonst würde das jetzt viel länger dauern. Das Paillettenband ist auch aus dem Internet. Das ist eine 50 Meter Rolle. Das hört sich ein bisschen viel an, aber da kann man so viel machen über das Jahr hin, dass sich das wieder rentiert. So, dreimal gehe ich jetzt über die Kugel. Nur mitten so ein Streifen. Dann schneide ich ab. Da klebt mir es gut. So. Und das ist jetzt mein Streifen über die Kugel geklebt. Man könnte es jetzt schon so lassen, aber ich habe mir noch so ein kleines Herz besorgt und ich möchte gerne das Herz da dran haben. Das sieht so ein bisschen nostalgisch aus, bäuerlich, aber auch viel Glitzer. Und das ist meine Idee für eine Weihnachtskugel im Glitzer-Herzchen-Look. Und dann hoffe ich, es hat gefallen und er schaut wieder rein. Liebe Grüße!